Schiff zu sinken, weil ihm ein Eisberg schlug ein Leck. Und niemand wollte gern ertrinken, drum kam man alle schnell aufs Deck. Doch sagt der Kapitän nur barsch, ein Leck im Schiff, leck mich am Arsch. Da wir schon mit dem Schiff unterwegs sind, stelle ich Ihnen aus dem geografischen Kapitel drei Inseln vor. Rügen, Amrum und Sylt. Rügen. Wie kann man sich auf Rügen am besten wohl vergnügen? Man kann hinaus zu Burgen, Rad fahren oder trocken, sowie auf vielen Fähren von Land zu Land verkehren. Fährt man durch dieses Eiland, so sieht man kaum das Meer. Doch steht man auf der Steilwand, so sieht man es gar sehr. Amrum. Es bauten zwei Männer in Amrum die ganze Zeit an einem Damm rum. Doch zerbrach er bei Flut, denn sie bauten nicht gut. Drum kamen sie auch in dem Schlamm um. Sylt. Wie bekannt ist Land, wild von Meer umspült, oft schwer umwühlt von Wellenhand, die übermannt, was festes Land genannt. Und Sand verschwand, trotz Gegenwehr, wobei man mehr von diesem Sand vor Amrum fand und auch vor Föhr. Sie beide kriegen diesen Heer, der Sylter Rand wird davon leer, und statt dem Strand wucht dann das Meer. Da sage wer, das sei nun fair. Doch ist nicht Sylt auch überfüllt und zugemüllt von einem Heer der großen Schlitten, inmitten der Stille und Seeluftidylle, die ohne Maßen und Verstand mit dicken Nasen penetrant durch die Straßen, die engen sich zwängen, dazu das Gebrülle der Flugzeugmotoren in Erholungsohren. Wo ist der Wille, Natur zu schonen und alle, die wohnen in deren Fülle? Stürme sind Geister, Zerstörungsmeister, wenn ihr Zorn mal entbrannt. Und den Ort dann kreist der Sturm, pfeift er dem Leuchtturm was und nimmt das als Pfand, als erstes den Sand vom schönen Land.